Ihren 100. Geburtstag erleben nur sehr wenige Menschen. Erna Bober aus Reutlingen gehört dazu. Aus diesem Anlass gratulierte ihr Reutlingens Baubürgermeisterin Angela Weißkopf. Erna Bober wurde als Erna Liebrecht geboren. Im Jahr 1978 ist sie von Polen nach Deutschland gekommen. Sie hatte 8 Kinder, von denen 5 noch leben. Die 100-Jährige lächelt viel, liebt Gesellschaft, singt viel, schaut sich gerne Bilder an und mag sehr gerne Süßes, vor allem Milchschnitte. Seit 15 Jahren lebt sie im Haus Ringelbach. Zu ihrem Geburtstag kamen ihr 18 Jahre jüngerer Bruder und ihre Schwägerin.